Vor dem Bewerbungsgespräch ab in die Lächelmaschine. Lachen Sie nicht, Japaner testen wirklich regelmäßig mit einer Maschine, wie gut und wie natürlich ihr Lächeln ist. André Goltscher hat diesen Automaten bestellt, um in Deutschland herauszufinden, wer lächelt echt und wer lacht besser. Männer oder Frauen? Dirk Renzmann mit überhaupt nicht lachhaften Ergebnissen. Das perfekte Lächeln, natürlich und echt, sieht es so aus? Oder doch eher so? Oder strahlt dieser Gesichtsausdruck die vollkommene Freundlichkeit aus? Endlich müssen wir das nicht mehr selbst entscheiden. Denn japanische Wissenschaftler, wer auch sonst, haben eine Maschine erfunden, die ganz klar in Prozentzahlen misst, wie gewinnend ein Lächeln ist oder eben nicht. Und wer lächelt am besten? Alt oder jung? Mann oder Frau? Bauarbeiter oder Stewardess? Das ist also für Japan primär entwickelt worden, dass Mitarbeiter, die im Service sind, im Dienstleistungsbereich sind, dass sie immer wieder die Möglichkeit haben zu überprüfen, ob ihr Lächeln natürlich wirkt, ohne jetzt dauernd die Kollegen zu fragen. Und im asiatischen Raum ist das Thema Lächeln natürlich noch sehr wichtiger wie bei uns. Deshalb kommt dieses Gerät zuerst aus Japan. Weil man nämlich in Japan besonderen Wert auf korrektes Lächeln legt, müssen sich dort die Eisenbahnmitarbeiter jetzt auf ihre biometrischen Freundlichkeitswerte testen lassen. Das soll die japanischen Kunden glücklich machen. Aber geht das auch bei uns? Das wollen wir natürlich ausprobieren und lassen Ingenieur Lucian Dold die fernöstliche Lächelmaschine in Berlin aufstellen. Kann man Freundlichkeit wirklich in Zahlen messen? Unsere ersten Kandidaten, ein älteres Lehrer-Ehepaar. Wer strahlt charmanter, er oder sie? Sie müssen einmal in die Kamera reinschauen. Genau. Und dann jetzt einmal richtig schönes Lächeln. Das sieht ja ganz nett aus, aber der Apparat scheint nicht überzeugt. Die Werte der beiden sind eher bescheiden. Am Ende nur 48 und 21 von 100 Punkten. Ihr Lächeln war zurückhaltend, würde ich sagen. Da lachen sie. Aber einfach so lächeln, das scheint dem Deutschen doch zuweilen etwas zu anzüglich. Sagen wir der U-Bahn einander gegenüber. Wenn ich da jeden jetzt anstrahlen würde, ja, würde ich das Gefühl haben, ich verletze seine Intimsphäre. Kann diese jüngere Dame uns und vor allem die Maschine besser betören? Sie strengt sich redlich an, kämpft förmlich mit ihren Mundwinkeln. Aber irgendwie will der Automat ihr Lächeln nicht würdigen. Über ein paar kümmerliche Prozente kommt auch sie bei der Wertung nicht hinaus. Traurig. Was sind Sie vom Beruf, wenn ich fragen darf? Anwaltsgehilfin. Anwaltsgehilfin? Ja, genau. Hat man nicht so viel zu lachen? Meistens nicht, nee. Ist Deutschland wirklich so freudlos und lächelfrei? Oder haben wir nur die falschen Versuchspersonen? Halten wir doch mal ein Wahlkampfporträt unserer sozusagen Vorzeigedeutschen und Kanzlerin vor die Messkamera. Schließlich repräsentiert dieses Lächeln unser Land vor der ganzen Welt. Das Ergebnis ist geradezu tragisch. Der Messwert pegelt sich auf erschütternde 2 von 100 Punkten ein. Dabei guckt sie doch eigentlich ganz nett. Woran liegt's? Wie können Sie es verbessern? Gut, natürlich etwas Zähne zeigen, ein bisschen mehr den Mund öffnen, dann funktioniert das entsprechend besser. Und dann kommt auch ein größeres Smile Rate zum Vorschein. Zähne zeigen für die Smile Rate. US-Präsident Obama zeigt, wie es geht. Sein Lächeln überzeugt den Automaten mit seinen biometrischen Idealdaten und holt glatte 99 Punkte. Bislang der Highscore. Das müssen wir in Deutschland doch auch erreichen können. Vielleicht mit dieser jungen Dame und ihrer Mutter. Die beiden wirken im Moment zumindest ziemlich gut gelaunt. Wird mir auch gesagt, dass ich mal freundlicher gucken soll, wenn ich unterwegs bin. Ja? Ja, stimmt. Ja? Ja. Weil wenn man alleine unterwegs ist, hat man ja meistens nicht so viel zu lachen. Ja. Da schätzen sie die anderen ganz falsch ein. Mama holt 78 und die Tochter die vollen 100%. Wir haben es gefunden, das wissenschaftlich perfekte Lächeln. So sieht es aus. Sie sind vor die Kamera getreten und von Anfang an gestrahlt. 100% und eigentlich, selbst wenn sich die Mimik geändert hat, waren das trotzdem 100%. Oh. Es war also zum ersten Mal, das hatten wir so noch nie. Ach so, okay. Also wirklich natürliches Lächeln, würde ich sagen. Ja. Lässt sich nicht vieles einfach mit einem Lächeln leichter bewältigen? Ja. Auf jeden Fall, auch gerade auf Arbeit oder so, finde ich. Ja? Ja. Was machen Sie beruflich? Ich mache mein Abitur und nebenbei arbeite ich in der Gastronomie. Und wenn man da halt freundlich zu den Leuten hingeht, ist auf jeden Fall auch, dass sie freundlich zurück sind.
Die meisten Herren tun sich da schwerer. Irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, dass die Maschine ausschließlich von japanischen Männern gebaut wurde. Offenbar vergibt der Apparat seine Punkte freigebiger, wenn der Messkandidat erstens weiblich und zweitens jung ist. Nach so viel Zuschauen weiß auch unser Reporter, wie es geht, und lächelt sich angestrengt auf 99 Punkte. Aber was ist am Ende ein schönes Lächeln? Falls Sie mal keine japanische Messmaschine dabei haben, ein kleiner Tipp von uns. Verlassen Sie sich einfach auf Ihr Gefühl.